Webert. Hi, wir sind die Puppies. Webert. Puppies? Mach Pies. Wir sind die Puppies. Okay. Was sind wir? Was sind wir Menschen? Nee. Die Puppies. Ach so, die Puppies. Die Puppies. Wer hätte das gedacht? Und da fragt man sich, woran hattet ihr Ling? An Puppies. Ist die doof. Ah, yay. Wir sind gerade mitten auf der Straße. Und hat man von euch schon mal das Wasser hier getrunken? Minze mit Gurke. Michi sagt, es ist nicht für jeden Geschmack. Oh. Muss man erstmal aufkriegen. Wir brauchen ein ganzes Licht. Mmh. Schmeckt wie Wasser verdünnt mit Minze. Schmeckt also scheiße. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich hab's doch gesagt. Egal. Healthy Lifestyle, Freunde. Deswegen ist hier auch sowas. Egal. Martin, ich hab gern meine Hand auf meinen Aberfee. Martin, ich hab gehört, unter dir ist eine Steckdose. Wärst du mal so sozial? Ist das Martin? Ja. Wollen wir mal Martin drüber schreiben? Dann kann man auch was alles. Nein. Ja? Ja. Wie alt bist du? 4. Wie ist deine Augen? Wie ist deine Augenfarbe? Welche Farbe hat deine Augen? Blau. Hat deine Augen? Ist blau. Wie heißt dein Doktor? Weiß ich nicht mehr. Wo waren wir heute? Ich bin schon mal was Lustiges hin. Bei Frog. Wolf. Mhm. Wie heißt deine Erzieherin aus der Kita? Charlie. Oh, süß. Nein, aber jetzt ist er nach Charlie noch nicht da. Ja. Wer ist denn noch deine Erzieherin? Marlies. Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Meine auch. Was isst du am liebsten? Spaghetti. Wer ist deine Lieblingstante? Josi. Charlie und Josi. Oh. Was möchtest du später mal werden? Feuerwehrfrau. Das ist dein Lieblingsspiel. Uno, Uno. Das glaube ich dir. Das tut mir leid. Aber wir wissen immer noch nicht, was du dir zum Geburtstag wünschst. Vielleicht Muffin? Muffins. Und ein Spielzeug? Wünschst du dir gar kein Spielzeug zum Geburtstag? Nein, ich will nur Muffins, ne? Und Spielzeug. Und was? Okay, was ist dein Lieblingslied? Saufen! Na toll! Wie heißen deine Mama und dein Papa? Michi, sie heißen Angelie. Angelie? Ich heiße Angelie. Wünschst du dir noch ein Geschwisterchen? Ja. Mädchen oder Junge? Bruder! Wie kann man so hässlich sein? Weiß ich nicht, hab ich alles von dir gelernt. Ach so. Das ist aber ein Buchstabe. Der Buchstabe ist auch ein geiler Name. Und wir wollen. Hübsch, Angelie. Ja! Yeah.
Schubst du mich? Habt ihr schon mal so einen dicken Arsch gesehen? Ich ohne. Hallo Freunde und zurück bei den Weberts. Heute hat meine Tante Geburtstag. Sie wird heute ihr Geschenk kriegen, was ihr im letzten Vlog gesehen habt, was ich mit meiner Cousine für sie eingekauft habe. Ja, wir haben es jetzt 10.35 Uhr. Also zu 17.45 Uhr kommt mein Papi. Und dann gehen wir zusammen zu meiner Tante zum Geburtstag. Ja. Aber was ich bis dahin mache, Freunde, das weiß ich noch nicht so genau. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt auch erstmal Frühstück. Ich bin ja momentan so ein bisschen auf Diät und tracke mein Essen, dass ich im Kaloriendefizit bin. Und das mache ich jetzt auch erstmal. Die App heißt Yazio. Sieht so aus. Was das Coole daran ist, man kann einfach seine Lebensmittel nehmen. Und die haben ja hier immer so einen Code dran. Die kann man hier mit der App auch scannen. Mache ich jetzt mal. Habe jetzt diesen Joghurt hier gescannt. Und dann steht der hier. Ich packe jetzt noch meine anderen Sachen ein, die ich hier zu liegen habe. Zum Frühstück. Ist eigentlich gar kein Frühstück mehr. Wir haben es jetzt schon 11.27 Uhr. Ja. Also eigentlich schon Mittag. Aber egal. Vergessen. Ja, gut. Meine Eltern haben früher immer gesagt, auch meine Oma auch, dass Möhren gut für die Augen sind. Weil ich habe früher nie Möhren gegessen. Und trage eigentlich schon seit der ersten Klasse eine Brille. Und dann habe ich fast jeden Tag eine Möhre gegessen und trage immer noch eine Brille. Ba-ba-ba. Hauptsache, die Katze geht kacken, wenn ich Frühstück esse. Übrigens, Freunde. Selbe Stelle, selber Joghurt. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern? Wo ich zu meinen Stellara-Spritze gegangen bin, habe ich auch diesen Joghurt gegessen und ihn in die Kamera gezeigt und ja. Kann ich noch dran erinnern? Freunde, habt ihr euch eigentlich schon das neue Lied von SDP angehört? Eigentlich bin ich ja nicht so, ne? SDP höre ich eigentlich fast selten, also gar nicht eigentlich. Aber Jenny hat mir das gezeigt und ich dachte mir so, das ist so wahr, was er singt. Ihr müsst euch das unbedingt mal anhören. Geiles Lied. Der Text ist einfach so, einfach wahr. Heute ohne Auskippen, Freunde. Ja. Ich werde jetzt mal meiner Freundin schreiben, wegen Fitnessstudio. Aber ich denke, ich werde nicht mehr gehen. Freunde, ein Paket ist angekommen. Musik ausmachen, nicht, dass man hier Ärger kriegt. Wow. 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 Ihr seht mir ja richtig gut. Und oh, doch. Okay, größer als ich dachte. Ich hab den 1 Liter bestellt. Was sagt der mit 1 Liter? So viel trinke ich nicht mal am Tag. Kacke. Da steht auf jeden Fall Work for it drauf. Da habe ich hier so eine 1 Liter Flasche. Kacke. Wie geht das? Oh. Wird bescheuert. Freunde, der Pinoppel geht nicht hoch. Ach doch, jetzt. Ach man. 1 Liter. Da muss ich jetzt noch mal kurz gucken bei Amazon, ob das auch in
ein 500 Milliliter gab. Ich da mit so einem Riesending rum oder was? Das passt doch in keine Halterung für Trinkflaschen rein. Scheiße, Mann. Ich behalte sie trotzdem, weil sie rosa ist. Freunde, die Flasche hat übrigens nur 7,67 gekostet. Mit Versand. Also ohne Versand. So, Freunde, hab mich jetzt doch dazu durchgerungen, zum Sport zu gehen. Sportschuhe einpacken. Schuhe einpacken. Kopfhörer auf keinen Fall vergessen. Trinkflasche auf keinen Fall vergessen. So, Freunde. Let's go! Ab zum Sport. Ausreden gelten nicht. Laufband nicht, oder was? Nee, wegen meinem Fuß, ne? Achso. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn ich irgendwas anfangen könnte. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Training war eigentlich richtig gut gewesen. Also war gut, mein Po und meine Beine ziehen gerade derbe. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal eine Dusche gönnen. Guck mal, Freunde, wer da ist. Bei Papi. So, wir sind jetzt alle fertig gemacht und Geschenke sind auch eingepackt und jetzt machen wir uns auf den Weg zu meiner Tante. Ali, say hello. Hello. Ja. Das ist ja mal schön. Das ist ja mal. Postschalter. Jawohl. Papier. Papier ist schon mal gut. Immer gut, ne? Papier ist immer gut. Nicht auf dem Tisch. Nochmal. Ihr seid ja mega. Aber wenn ihr zu viel trinkt, dann sagt ihr, kommen ja erst später heute neu. Also dieses Jahr kommen sie wieder. Die kommen ja erst später. Aber habe ich gerade selbst geschluckt. Du siehst. Ja, haben wir ja. Jawohla. Lecker. Ja. Kerzenruf. Mal die leckere Torte an. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien da drin sind, Alter. Hallo! Ich muss, genau. Okay. Nenne drei Frauennamen, die mit S beginnen. Sarah, Sandra und... Ich dachte, jetzt sagst du. Nenne drei Dinge, die ich zerbrechen kann. Glas, Blumentopf. Drei Sachen, die man bei einem Stromausfall macht. Licht an, also Kerze an. Bei einem Stromausfall macht man Licht an. Okay, also. Wie eigentlich lecker. Nein. Was? Nein? Der ist wieder zurückgewandt. Die sind ja nicht spannend. Sing, wa, geil. Sieht gar nicht lustig aus. Nicht? Nee, mach mal. Warum lachst du denn, wenn es so lustig aussieht?
zufällig. Kennt ja wahrscheinlich jeder. Rosen. Ah, hi. Alexa. Konfixerin. Mach Cordula grün an. Sobald du mir mit jetzt. Ich kann kein Gerät mit. Nee, aber dadurch, dass ich jetzt mein Fernsehzimmer habe. Das dreht man deutlicher. Cordula. Muss schon vorher sagen. Das ist nicht weiter. Bett. Jetzt mal so ist. Und in den Kleen. Wop-up. Sag mal, lass es mir anhören. Ich finde alle Lieder gut von dir. So, kann ich mir anhören. Das ist cool. Jetzt hast du wieder eine Scheibe oder was? Hier, Schlager. Ich weiß gar nicht, was du immer machst. Wenn man das glaubt, nicht flutzig, du machst einfach nur so. Na und? Ich bin übrigens Eddys Papa. Und du? Lass es! Addys Onkel! Reiß raus, okay? Nö. Doch! Das habt ihr leider gut gemacht, oder? Würde ich nie merken. Würde ich nie merken. Die Leute, die Oma hier. Die Leute, die raus. War damals und ist ja heute noch. Entweder ich muss mich rechts umstellen oder die Seiten müssen komplett umgehen. Band 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, ich muss ja mal eh sagen, wir haben uns damals in der Wendezeit, was schon echt lange her ist, damals so ein Holzernetz. So, Freunde, heute schon Montag, der 22.01. Und ich bin jetzt, oder ich komme jetzt erst dazu, auszulosen, wer von euch der Gewinner ist. Fatma 4646 hat geschrieben, I love it, toller Vlog und coole Verlosung, ich mache gerne mit. Gewonnen Fatma 4646, ihr habt es gesehen. Ich habe es ausgelost. Ich versuche mich, ich weiß nicht, ob du deinen Instagram-Namen drunter geschrieben hast. Nee, hast du nicht. Aber falls du das siehst, Fatma, schreib mir bitte gerne oder schreib mich auf Instagram an, damit wir ausmachen können, wo dein Paket hingehen wird. Und ja, an alle anderen danke fürs Mitmachen. Seid nicht traurig. Es wird nicht die letzte Verlosung gewesen sein. Also bleibt immer schön dran. Ach so, und ich habe gesehen, dass ich viele neue Abonnenten dazu gekriegt habe. Und ich dachte mir, falls ihr Fragen an mich habt, schreibt es doch gerne unter diesem Vlog. Dann könnte ich vielleicht mein Q&A-Video machen, wenn genug Fragen zusammenkommen. Also lasst gerne einen Kommentar da mit einer Frage an mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!